So, wo kommen diese Erwartungswerte her? Das wollen wir hier mal kurz konkret durchrechnen. Wir haben definiert, Alpha ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Torwart sich für die rechte Ecke entscheidet. Das schreibe ich mal hier hin. Das heißt, 1 minus Alpha ist eine Gegenwahrscheinlichkeit, dass er sich für die linke Ecke entscheidet. So, und Beta nennen wir die Wahrscheinlichkeit, dass der Schütze sich für die rechte Ecke entscheidet. Und 1 minus Beta ist dann eben die Gegenwahrscheinlichkeit, dass er sich für die linke Ecke entscheidet. So, das hier ist der Erwartungswert des Torwarts. Gehen wir einfach mal Schritt für Schritt durch. Der Torwart selber kann sich ja entscheiden zwischen rechts und links. Sagen wir, entscheidet sich für die rechte Ecke. Was erwartet er dann für eine Auszahlung? Das hängt wiederum davon ab, für was sich der Schütze entscheidet. Der Schütze entscheidet sich ja mit Wahrscheinlichkeit Beta für die rechte Ecke. Das heißt, wir wären bei rechts, rechts, hätte der Torwart 1. Das ist diese 1 hier. Wenn der Schütze sich für die linke Ecke entscheidet, mit einer Wahrscheinlichkeit 1 minus Beta, hat der Torwart minus 1. Das ist also diese minus 1 von hier und dieses 1 minus Beta von hier oben. Okay? Das ist jetzt nur der Erwartungswert, wenn der Torwart in die rechte Ecke springt. Wenn er in die linke Ecke springt, was er mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Alpha macht, dann hängt es wieder davon ab, was der Schütze macht. Wenn der Schütze nach rechts springt, ist der hier bei dieser Kombination, da hat der Torwart also minus 1, weil er klar den Ball durchlässt. Das passiert mit Wahrscheinlichkeit Beta. Mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Beta schießt der Schütze auch in die linke Ecke und der Torwart hält, was für ihn gut ist. Und Payoff von 1 bedeutet, das ist diese 1 hier. Okay? So kommt dieser Erwartungswert zustande und genauso kann man hier den Erwartungswert für den Schützen formulieren. Das machen wir jetzt nicht explizit.